Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Wir befinden uns hier in der Universität Bighorns von Colorado, glaube ich, auf der Suche nach einem Labor, beziehungsweise in dem Gebäude. Mit dem Labor sind wir schon angekommen und ja, wir suchen hier Fireflies. Bisher ist er aber verdammt tote Hose und verdammt viel verrottet. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir hier viel finden werden. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich alles sorgfältig absuchen, um sicherzugehen, dass sich die Fireflies hier nicht doch irgendwo rumtreiben. Ja, und letztendlich wollen wir immer noch Ellie bei den Fireflies abliefern. Ich dachte gerade, was steht denn da so komisch rum? Und es ist nur Ellie, die auf irgendeiner Kiste rumkramt. Okay, kann man mal machen. Was suchst du da, Ellie? Irgendwelche Ordner, okay. Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Oh oh. Nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Medizinischer Krempel an sich ist ja nicht schlecht, weil wir wollen Ellie ja irgendwo abgeben, wo geforscht werden kann, wie sie zu einem Heilmittel beitragen kann. Aber na klar, nur medizinischer Krempel, ganz ohne Menschen, ist auch irgendwie doof. Und es hat gerade irgendwie ein bisschen gerumst und gerumpelt hier und das macht mir ein bisschen Sorgen. Nichtsdestotrotz gehen wir natürlich dem Geräusch hier auf die Spur, so tapfer wie wir sind. Ist eigentlich nur die Frage, ob das irgendwelche Zombies oder irgendwelche Plünderer oder sonst was gewesen sind. Ich gehe nicht davon aus, dass dieses Geräusch für uns zumindest positiven Ursprungs gewesen ist. Wenn es hier ansonsten mucksmäuschenstill ist und es nur ein Geräusch gegeben hat, das kann nichts Gutes bedeuten. Wo rennt Ellie denn schon wieder rum da vorne? Gut, dass sie immer vorrennt. Warte doch mal auf mich, Mädel. Ich bin hier der Boss. Wobei das ja mittlerweile gar nicht mehr so klar ist. Wir sind unser beider Boss und unterstützen uns gegenseitig, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz bin ich hier der Erwachsene und sie macht hier einfach eine Tür nach der anderen auf. Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. Naja, prinzipiell ist keine Leichen erstmal gut, ja. Ach so, da passt eh nur ein Schuss rein. Nee. Nee. Naja, solange sich hier nichts großartig bewegt, plündere ich erstmal weiter. Hä? Hier komme ich doch her. Kann es sein, dass die Tür von der anderen Seite gerade nicht aufgegangen ist und man sie von dieser Seite aufmachen musste? Ich glaube, das Einzige, was ich noch brauche, neben natürlich Pillen, war ich nicht schon mal näher an der maximalen Gesundheit dran? So ungefähr 15 Pillen? War die nicht schon auf 90 gewesen? Naja, Lumpen und Alkohol ist eigentlich so das Einzige, was ich noch brauche. Eine Notiz zum Abhören. Kann es sein, dass das jetzt zum ersten Mal in diesem Spiel ist, dass irgendwas aus dem Controller raus vorgelesen wurde? Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich schon jemals den Controller ans Mikrofon halten musste, damit hier alles auf der Tonspur ankommt. Cool. Da muss ich mir nachher mal anhören, wie das geworden ist von der Aufnahme. Ich habe keine Ahnung, es war jetzt nur so eine Idee. Aber ich wüsste eigentlich nicht, was dagegen spricht, dass es nicht ganz gut geworden ist von der Aufnahme. Okay, hier kann man auf jeden Fall die Labore links und rechts des Flurs untersuchen. Aber ich könnte echt schon schwören. Dass meine Pillen schon auf 90 gewesen sind. Habe ich jetzt. Oder habe ich da zwischendurch nochmal was von benutzt?
Naja, ich weiß es nicht. Ändern kann ich es jetzt eh nicht mehr. Da sind mal wieder ein paar Pillen. Jetzt brauche ich noch 20. Ich finde dafür, dass hier so ein medizinischer Untersuchungsbereich ist oder so ein medizinisches Forschungslabor, könnten hier ruhig ein paar mehr Pillen rumliegen. Nicht gerade Waffenteile. Ach komm. Ich will den Ziegelstein haben, auch wenn ich so ein Zeugs eh nicht so oft benutze. Aber mit Ziegelstein fühle ich mich einfach besser als mit einer Glasflasche. Oh, hab ich mich jetzt erschreckt? Warum hat er denn die Tür so aufgerammt? Ich habe doch gar nichts gemacht. 10 Pillen. So, jetzt bin ich wieder bei 90, richtig? Naja, auch wenn ich das Gefühl habe, ich bin hier schon gewesen. Also nicht hier am Ort, sondern bei 90 Pillen werde ich mich jetzt doch nochmal gedulden müssen, bis ich noch 10 weitere Pillen gefunden habe. Ein bisschen Revolvermuni, da macht man den Revolver mal direkt voll. Ich habe das Gefühl, ich kann es bald gebrauchen. Irgendwas wird doch hier in der Uni noch passieren. Ich bin mir sicher, dass es nicht das ist, dass ich Ellie hier abliefern werde. Also mittlerweile bin ich mir da sicher. Anfangs wusste ich es ja nicht mehr so genau. Es hätte auch schon, ja, die finale Station sein können, aber mittlerweile glaube ich nicht mehr so recht dran. Okay, da scheint auch nochmal irgendwie so eine Art Quarantäne. Mist! Oder sowas zu sein, aber die Geräusche hier, die machen mir doch mittlerweile ein bisschen Angst, muss ich sagen. Es wird mehr und mehr. So, hier bin ich, glaube ich, irgendwie reingekommen, ne? Genau. Labore gab es nur auf der einen Seite. Ja, dann Ellie. Ellie ist eh schon reingegangen. Ey, wartest du mal auf mich? Was ist denn mit dir nicht richtig? Auf jeden Fall eine schöne medizinische Ausstattung, soweit ich das beurteilen kann. Röntgenbilder des Pilzes. Röntgenbilder des Pilzwachstums im Gehirn eines Patienten. Okay. Okay. Nein, keine Klicker. Wenn das die einzige Ursache für die Geräusche war, Tja, dann vielleicht sind Sie beim Experimentieren zu Affen kann ich geworden. damit leben. Weitersuchen, wir werden was finden. Ich habe ja nach wie vor das Gefühl, dass es hier gleich irgendwie noch rund gehen wird. Ein Firefly-Anhänger. Sadie Pearl Hickman, Nummer 231. Es ist mir nach wie vor einfach viel zu ruhig hier in der Uni. Selbst wenn hier irgendwas vorgefallen ist, dass die alle geflohen sind. Wird das ja einfach nicht so rückstandslos hier geblieben sein, oder? Entweder waren es Zombies, die noch hier sind, oder wie heißen sie nochmal, die Plünderer? Und ganz ehrlich, eigentlich ist die Uni doch hier ein ganz guter Ort zum Leben. Ich wüsste nicht, warum sie dann alle weitergeflohen sein sollten. Oh oh. Ich habe auch zu sehen die Untertitel ausgestellt. Was? Also richtig gesund sieht der auch nicht mehr aus.
Was du nicht sagst. Ich bin tot, oder bin es bald. Ich hatte Zeit, nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheiße reine Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei, die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind das Fireflies? Deckung! Oh, Plünderer. Ja. Was sind das für Typen? Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Erstens dachte ich mir schon, dass es hier noch rund gehen wird. Zweitens ist es irgendwie eine ganz schöne Schnitzeljagd, zu den Fireflies zu kommen. Kann das sein? Wir jagen hier einen Zielpunkt nach dem anderen. Oder grasen einen Zielpunkt nach dem anderen ab, um zu den Fireflies zu gelangen. Und nie sind sie da. Und immer wieder werden wir woanders hingeschickt, quasi. War ich hier jetzt schon? Jetzt bin ich gerade irgendwie verwirrt. Na los. Zeig dich. Achtung! Pass auf! So. Na, ich weiß nicht, warum ich jetzt tauschen wollen würde. Ich habe immer noch eine ganze Machete. Ich meine, ich könnte stattdessen die Axt austauschen, aber vorher würde ich die Machete eigentlich ganz gerne noch ein, zwei Mal benutzen. Oh, Leute. Wer schießt denn hier direkt? So. So eine Machete ist doch ganz cool, muss ich sagen. Jetzt würde ich mir gerne die Axt wiederholen, die da noch lag. Okay. Ja, hier im Gang ist natürlich gerade nicht so cool. Okay, ihr beiden Schießwütigen. Ich glaube, das wird euer Ende sein. Oh, der bringt mir eine neue Axt. Das ist natürlich sehr nett von ihm. Wow, da kommt noch einer. Ach, komm. Wow, der lebt noch. Ah, nee, doch nicht. Ja gut. Wichser, sagt sie. Die Kleine ist echt so hart. Mann, kommen wir hier nirgendwo raus? Das heißt, ich muss hier rausgehen, wo ich hergekommen bin, oder was? Das heißt, hier auf der Etage oder die Etage drunter gibt es bestimmt auch nochmal Keilerei. Hä? Nee, das war jetzt so irgendwie falsch.
Nehmen wir doch einfach die Treppe, um auf die Etage da runter zu kommen. Wow. Ah, nicht mit mir. Bam. Verleihen wir der Eisenstange noch mal ein bisschen mehr Nachdruck. Hallo? Wow! Ich wollte gerade sagen, ist hier noch jemand? Wenn man nicht in den Nahkampf kommt, muss man auch mal zur Waffe greifen dürfen. Also zur Schusswaffe. Ist ja nicht so, als wenn meine Eisenstangen etc. keine Waffen wären. Wow! Oh! Komm schon, Joel, gib alles. Ellie, wo bist du? Oh. Nee, ist alles gut bei mir. Oh Mann. Boah, ich hasse solche Szenen. Fuck. Ich bin mir zwar nicht so wirklich sicher, ob ich den zweiten richtig erwischt habe, aber irgendwie anscheinend schon. Okay. Okay, bereit? Eins, zwei, drei! Ach, fuck, saftet das! Gehen wir einfach zum Pferd. Achso, sie hat auch mitgeschossen, okay. Da ist keiner. Weiter! Joel, wie geht's dir? Es geht. Es geht. Kommst du durch das Fenster? Ja. Okay. Boah, ich kann mir vorstellen, dass so ein glatter Durchstich ohne medizinische Versorgung ziemlich übel werden kann. Schon entdeckt. Mist. Er hat eine Shotgun. Du bleibst hier. Ich komme dann. Ellie weiß, glaube ich, schon, was sie tut. Jawohl, Teamwork haben wir immer noch drauf, auch wenn ich hier gerade am Verrecken bin. Oh, fuck. Mist. Wir müssen dich hier rausschaffen. Boah, wie viel Blut da an dem Schrank hängt. Und jetzt komm! Und ich glaube, uns wird langsam schwarz vor Augen. Hier ist keiner. Boah, scheiße, ey. Den Schmerz, den spüre ich quasi auch selber in mir drin, wenn ich solche Szenen sehe, ey. Fuck. Du machst es gut. Nur weiter so. Oh, oh. Halt dich fest. Nein. Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch. Wenn man seinen eigenen Herzschlag hört, verheißt es in der Regel auch nichts Gutes, oder? Da ist der Ausgang. Nur noch ein kleines Stück. Komm. Sie lässt ihn nicht zurück. Aber leider kann sie ihn natürlich auch nicht tragen, ne? Was? Oh oh. Bleib zurückstehen! Mist! Scheiße. Wow. Sie hat den Schlag in die Fresse gekriegt und schafft es trotzdem noch, ihn umzulegen. Üble Szene schon wieder, ey. Meine Fresse, ist das krass, ey. Dieses Spiel ist einfach so intensiv. Ich schwöre dir, wenn wir das schaffen, wirst du für mich singen. Ja. Doch, ich mach's.
Los, komm! Oh, es geht doch. Scheiße! Ja, Eddie macht das schon. Sie hat auch Blut auf ihrer Jacke, aber es wird wohl Joel sein, oder? Oh Mann, ey. Da wird mir das Herz schwer. Oha, es fängt an zu schneien. Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Nochmal auf die Straße geknallt. Steh auf. Sag mir, was ich tun soll. Komm schon. Jetzt steh schon auf. Joel. Oh Mann, ey. Winter. Geile Szene, er ist voll die Wildnisromantik und zack, weggemoscht. Das wird nicht lang reichen. Okay, Ellie ist am Jagen. Ja, der Hirsch, der wird länger reichen vom Fleisch her. Ach ja, ich erinnere mich dunkel. Ich erinnere mich dunkel an diese Szene. Ich hatte sie jetzt gar nicht im Hauptspiel, doch. Nee, zum Addon kann sie nicht gehören. Der Addon spielt ja in so einem Supermarkt, glaube ich, einfach nur. Der DLC. Aber nichtsdestotrotz hatte ich diese Szene jetzt so im Kontext dieses Spiels gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Aber wir müssen auf die Jagd gehen. Um was zu essen zwischen die Kiemen zu kriegen. So, wo ist er denn hin, der Hirsch? Ah, da, man sieht die Spuren noch im Schnee. Da oben steht er, okay. Langsam. Oh. Knapp vorbei. Ja, so war es auch nicht gedacht gewesen, ehrlich gesagt. Ich dachte, mit der Abschusstaste würde man den Bogen noch weiter aufspannen. So, Hirsch. Ah, da unten ist er, okay. Dann gucken wir mal, ob wir hier von oben kommen können, von dieser Plattform da oder so. Oh, warum wackelt sie denn so? Hab dich. Na, wenn ich den nicht im Hals getroffen habe. Trotzdem rennt er noch weg. Vielleicht hätte ich den Kopf treffen sollen. Aber ein Halstreffer ist, glaube ich, schon mal nicht verkehrt, oder? Das ist schon krass, ne? Mit dem Kopfhörern hier auf. Ich höre, ob der Hirsch sich links oder rechts von mir befindet. Und zwar mit aller Deutlichkeit. Also sowas, selbst mit 5.1-System im Wohnzimmer fällt mir das nicht so krass auf wie ja, hier mit den Kopfhörern. Schon wieder getroffen, aber er rennt immer noch weiter.
Er hinterlässt auch Blutspuren. Wie cool ist das denn? Das fällt mir jetzt gerade erstmal auf. Okay, das macht das Fährtenlesen natürlich ein bisschen einfacher. Tja, die große Frage ist natürlich, was ist überhaupt mit Joel, ne? Den haben wir jetzt gar nicht mehr gesehen. Ist er verreckt? Ist Ellie alleine unterwegs? Ich weiß es natürlich noch, aber ich werde es natürlich auch an dieser Stelle nicht spoilern. Ich höre ihn schon wieder traben. Trabt er vor mir weg? Ja, das frage ich mich allerdings auch nach zwei Pfeiltreffern. Okay, er ist hier über den Zaun drüber, oder was? Er könnte ja langsam mal anhalten und oder zusammenbrechen, ja? Nach zwei Pfeiltreffern. Das sieht cool aus hier mit den Spuren im Schnee. Das haben sie gut gemacht. Generell sieht die ganze Schneelandschaft hier wieder toll aus. Ah, da hinten ist eine Art Bergwerk oder sowas. Und das hier sieht ja stark nach Sackgasse aus. Und hier ist der Hirsch hingerannt oder was? Was ist das für ein Ort? Er ist da einfach durchs Haus marschiert. Ist okay. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Ein ganz gewöhnlicher Ort und bestimmt auch kein guter Unterschlupf für sonstige Leute, Schurken etc., was auch immer sich hier so rumtreibt in der Wildnis. Active Mine Area. Ah, okay, er ist doch zusammengebrochen. Und das Ding will sie jetzt wieder alleine bis zum Pferd zurückschleppen? Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung und das hier geht ganz bös ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt, dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Okay, da kann man ja schon erahnen, für wen die Medizin ist. Das Gewehr nehme ich. Na klar. Bin mir nicht mehr so sicher. Jetzt zurück. Aber eigentlich machen die beiden einen halbwegs vertrauenswürdigen Eindruck. Ich meine, wenn sie sie wirklich haben wollten, ich glaube zu zweit. Ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Ich glaube, zu zweit hätten sie sich schon längst erledigt. Na also,
Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Nein. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Oh, oh. Ein Klicker. Du hast noch eine Waffe? Das... Sorry. ...wird auch andere Klicker anlocken. Ich hätte jetzt wirklich gerne mein Gewehr zurück. Nein, du hast deine Pistole. Die ist so geil, die Ellie. Das ist nicht mein erstes Mal. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. So, an dieser Stelle machen wir eine kurze Pause. Ja, er hatte noch eine Waffe und er hat Ellie nicht erledigt. Also ich schätze ihn wirklich zu 99% als vertrauenswürdig ein. Aber wie es an dieser Stelle weitergeht mit der Zombie-Invasion, die jetzt hier kommen wird, das sehen wir uns beim nächsten Mal an. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.